Tage Destiny Masterclass liegen jetzt vor uns. Das außergewöhnlichste Veränderungsprojekt für Menschen in der Persönlichkeitsentwicklung, das es im gesamten deutschsprachigen Raum gibt. Tag Nummer 1, die große Begrüßung, die Einweihung. Arbeiten in diesem Wochenende heraus, was für eine Frage, welche primäre Lebensfrage stelle ich mir immer, die mich dahin gebracht hat, wo ich in meinem Leben gerade stehe und wie muss ich sie verändern, um etwas anderes in meinem Leben überhaupt erreichen zu können. Wir gucken uns an, was eigentlich das Hauptthema für dein Leben ist. Wir gucken uns bei den Teilnehmern an, warum sind sie hier? Was ist ihre große Gabe? Was ist ihre Aufgabe? An einem weiteren Tag gucken wir uns an, was habe ich in mir für Regelwerke, für Erfolg, für Glück, für Beziehungen, für Liebe und welche Wertvorstellungen habe ich, zu denen ich mich hingezogen fühle und von denen ich weg will. Denn in diesen Wertvorstellungen gibt es meistens total unbewusst riesige Konflikte, die dazu führen, dass es innerlich ein Gefühl gibt wie so eine innere Handbremse und du kommst nicht los, du liegst wie an so einer Kette, bist festgetaped und willst, aber du kannst irgendwie nicht. Mit einem Bein auf dem Gaspedal, mit dem anderen auf der Bremse und es geht nicht los. Und in dem Moment, wo der Wertkonflikt bewusst gemacht wird, können wir anfangen, diesen Wertkonflikt zu lösen. Das machen wir. Es gibt ganz, ganz viele Klick- und Aha-Momente. Dann bauen wir von jedem Tag zu Tag immer mehr Energie auf, um aus der Energie heraus dann auf ein nächstes Level des Bewusstwerdens zu kommen und der Kraft und dem Mut für die eigene Veränderung. Beziehungstag, in dem wir uns die Beziehungsdynamik, die Beziehungsebenen angucken. Was sind die Elemente der weiblichen Energie, die Elemente der männlichen Energie? Wie können die Männer wieder in ihre Urkraft kommen? Wie können die Frauen wieder in ihr urweibliches Potenzial, ihre große Emotionalität eintreten? Und dann machen wir ein riesiges Veränderungsritual. Ein Ritual, das es, glaube ich, nur bei uns auf diese Art und Weise zu erleben gibt, nämlich ein Urkraftritual mit hier wahrscheinlich über 1600 Menschen. Mama, Papa, ich liebe euch. Thank you.
Sonntag bauen wir dann alles wieder zusammen. Die Lebensmission, die neue Wertestruktur, eine neue primäre Frage. Und all das wird dann in einem ganz großen Abschlussevent, in dem sich Männer und Frauen mit ihren dann wiederhergestellten Energien auf einem ganz anderen Bewusstseinslevel treffen, als großes Finale verabschiedet. Wir werden eine Menge Menschen sehen, die strahlen, wie lange nicht mehr zuvor. Eine Menge Menschen, die ein Leuchten in ihrer Aura haben. Eine Menge Menschen, die wieder zu sich, ihrer Beziehung und dem Leben Ja sagen. Und es wird mir eine Ehre sein, all diese Menschen zu begleiten.